Guten Tag, meine lieben Schüler. Willkommen zu einer neuen Deutschstunde. Heute haben wir Deutsch für die vierte Klasse. Dobar dan, dragi učenici. Dobrodošli na novi čas njemačkog jezika. Danas je njemački jezik za četvrti razred. A naslov naše današnje lekcije Was hat ein Tier? Šta ima životinja? Ali najprije da ponovimo životinje koje smo učili prošli čas. Welches Tier ist das? Könnt ihr euch erinnern? Was ist das? Ist das eine Katze oder eine Kuh? Das ist eine Kuh. Und das? Welches Tier ist das? Ist das ein Meerschweinchen oder ein Hund? Das ist ein Meerschweinchen, richtig. Und das? Was ist das? Ist das eine Maus oder eine Schildkröte? Was denkt ihr? Das ist eine Schildkröte, richtig. Und das, was ist das? Ist das ein Papagei oder ein Schaf? Das ist ein Schaf. Und noch ein Bild. Welches Tier ist das? Ist das ein Pferd oder eine Kuh? Das ist ein Pferd. Ja, das habt ihr schon ganz toll gemacht. Und jetzt werden wir sehen, was hat ein Tier? Šta imaju životinje? Kako se zovu dijelovi tijela životinja? Hier haben wir zuerst eine Schildkröte. Das ist der Panzer. Dalje, rep je der Schwanz. Noge su die Füße. Dalje, der Hund, pas, da vidimo šta on ima. Kako se kaže njuška? Das Maul. Šapa je die Pfote. Rep, der Schwanz. I krzno, das Fell. Und hier ist ein Papagei. Was hat ein Papagei? Kljun je der Schnabel. Noga je der Fuß, pero die Feder i krilo der Flügel. Und jetzt werden wir diesen Satz zusammen beenden. Sada ćemo da zajedno da dovršimo ovu rečenicu. Ein Hund hat, jedan pas ima. Pa da vidimo, što može da ima pas? Der Schwanz, der Schnabel, der Flügel und der Panzer. Vi znate, dragi učenici, da u sve imenice u njemačkom jeziku stoji član. Der, die ili das. Pa uz imenice muškog roda, kao što su sve ovdje, stoji član der. Znači u sve imenice muškog roda stoji uvijek član der. Kako ćemo sad da kažemo da pas ima jedan rep? Kako ćemo reći jedan? Einen, tako je. Naprimjer, ein Hund hat einen Schwanz, jedan rep. A da li ima pas kljun? Hat der Hund einen Schnabel? Nein, nema. Znači sad treba da negiramo rečenicu. Kako ćemo reći da pas nema kljuna? Koristimo keinen. Ein Hund hat keinen Schnabel. Dalje. Ovdje imamo das Fell i das Maul. Ovo su imenice srednjeg roda i uz imenice srednjeg roda uvijek stoji određeni član das. Kako ćemo sad reći da je pas ima jedno krzno? Ein. Ein Hund hat ein Fell. Tako je. A da uzmemo kao primjer papagaja. Da li ima jedan papagaj njušku? Nema, je li tako? Hajde da vidimo kako ćemo reći ovo nema njušku. Kein. Ein Papagei hat kein Maul. I vidite ovdje razliku. Ein Hund hat einen Schwanz i ovdje ein Hund hat ein Fell. Pa kad ovo einen ide za imenice muškog roda, a ein za imenice srednjeg roda. I ostalo nam je još die Pfote und die Feder. Ovo su imenice
dvije ženskog roda u njemačkom jeziku i uz te imenice uvijek stoji član die. Kako ćemo sad da kažemo da pas ima jednu šapu? Kako ćemo reći za ženski rod jednu? Eine. Ein Hund hat eine Pfote. A pošto znamo da pas nema pere, je li tako? Sad trebamo da negiramo, da kažemo da pas nema pero. Koristimo negaciju keine. Ein Hund hat keine Feder. I vidite, einen za muški rod, jedan, za srednji rod jedno ein i za ženski jedna eine. Jako bitno da vam napomenem, dragi učenici, da rod imenica u našem i u njemačkom jeziku nije uvijek isti. Na primjer, die Pfote, šapa, u njemačkom je ženskog roda i u našem jeziku ta šapa je isti rod. Međutim, kod die Feder, pero, u našem jeziku je Feder, pero, kojeg roda? To pero znači srednjeg roda. Vidite da kod pero nije isti rod imenice u našem i u njemačkom jeziku. Tako da kad učite nove imenice, obavezno učite i član ispred nje. Und jetzt kommen wir zu einer Aufgabe und die heißt ja oder nein. Sad ćemo da uradimo zajedno jedan zadatak koji se zove da ili ne. Da vidimo ovu prvu rečenicu. Ein Hund hat Pfoten. Ist das richtig oder falsch? Da li je to tačno ili netačno? Ja oder nein? Was denkt ihr? Ja, tako je. Pas ima šape. Dalje. Ein Papagei hat einen Schnabel. Ja oder nein? Ja, das ist auch richtig. Ein Hund hat Flügel. Nein, ein Hund hat keine Flügel. Pas nema krila. Eine Schildkröte hat einen Panzer. Ist das richtig oder falsch? Das ist richtig, genau. Und eine Katze hat Federn. Hat eine Katze Federn? Nein, tako je, mačka nema perje. Dalje, ein Papagei hat ein Fell. Da li papagaj ima krzno? Nein. Eine Katze hat einen Schwanz. Was denkt ihr? Ja, tako je, i mačka ima rep. Ein Hund hat ein Maul. Was denkt ihr? Richtig, tako je, i pas ima njušku. Und eine Schildkröte hat einen Schnabel. Ja oder nein? Nein, tako je, kornjača nema kljun. Und jetzt zum Schluss noch die Hausaufgabe, domaća zadaća. Als Hausaufgabe werdet ihr vergleichen und schreiben. Za domaću zadaću ćete uporediti i pisati. Naprimjer, ein Mensch, čovjek, hat, ima, einen Kopf, jednu glavu, haare, kosu, einen Mund, usta, zwei Arme und zwei Beine, dvije ruke i noge, zwei Hände und zwei Füße, dvije šake i stopala. Trebate sad porediti. Ako ima čovjek glavu, šta? Ima pas. Tako je, također glavu, einen Kopf. Čovjek ima kosu. Pas nema kosu. Kako se zove kosa od psa? Krzno, tako je. A sjećate se na njemačkom kako se kaže krzno? Das Fell, tako je. I ostalo uradite sami. Wir sind jetzt schon am Ende der Stunde. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Auf Wiedersehen!